herzlich willkommen bei Tag Nummer 22 unserer 30-tägigen Challenge bei Fitorial. Und heute sprechen wir wieder nur. Ihr müsst also kein Workout machen, ihr dürft natürlich ein Workout machen. Und wenn ihr dieses Workout macht, dann habt ihr vielleicht schon mal bemerkt, dass die Übungen ja unterschiedlich sind. Wir machen ja nicht fünfmal die gleichen Übungen. Und vielleicht habt ihr das ja mal so gefühlt, dass manche Übungen macht ihr gerne und manche macht ihr nicht so gerne. Und was meinst du, welche Übung macht man denn besonders gerne? Die, die einem besonders leicht fallen. Das könnte dann wahrscheinlich so sein, ne? Dass man sagt so, oh cool, Liegestütz, die kann ich richtig gut, da habe ich Bock drauf. Und dann kommt gleich wieder dieser Blöde. Übrigens eigentlich eher nicht die Lieblingsübung. Er kommt immer so daher mit seinen Liegestütz. Also wenn ihr denkt, boah, bei Liegestütz, da kacke ich immer ab und ich weiß überhaupt nicht, wie ich die Knie vom Boden lösen soll. Kein Problem, da geht es euch wie den meisten. Also Liegestütz ist jetzt nicht so eine Übung, wo man sagt, pff, boah, die ist total easy. Das ist, no ja worries. Gut, okay, aber den Paddler, den finde ich wirklich schlimm. Siehst du, und ich finde den halt überhaupt nicht schlimm. Aber ja. So hat jeder halt so seine Stärken. Und dadurch resultiert im Prinzip jetzt ein Problem bzw. eine Gefahr. Und diese Gefahr, die habe ich in meinem Leben schon ganz häufig gehabt und bin ganz häufig drauf reingefallen. Und zwar, man macht immer die Lieblingsübungen. Mhm. Ja, die macht man mit besonderer Ausdauer, den Rest schneidet man vielleicht mal so kurz an, ja, oder lässt ihn ganz weg. Und das Interessante ist, wir können ja mal wirklich dann die Frage aufwerfen, okay, warum kann ich denn die Liegestütz am besten, ja, und den Paddler am schlechtesten? Das ist ja nicht einfach nur anatomischer Zufall, sondern... Das spielt da mit rein, aber du bist natürlich immer besser geworden, weil du sie auch ständig machst. Genau, die Liegestütz habe ich in meinem ganzen Leben ständig gemacht und diesen Paddler, dieses für die Rückenmuskulatur, da habe ich immer ein bisschen geschludert, das hat ja auch keinen Spaß gemacht. Und so wird man natürlich immer besser in den Liegestütz und immer schlechter in dem anderen, weil das Ungleichfeld, also dieses Ungleichgewicht, das wird ja immer stärker mit der Zeit. Und das ist das Blöde. Wir müssten eigentlich es genau andersrum machen. Ich müsste die Liegestütze, die kann ich schon sehr gut. Die müsste ich gar nicht mehr so viel machen. Stattdessen, also die mache ich weiter, damit ich dabei gut bleibe. Aber stattdessen müsste ich eigentlich den Paddler, den Schwimmer, den müsste ich viel mehr machen, um mir aufzuholen. Und was nämlich dann das große Problem ist, dass wir eine Disbalance in den Körper bekommen. Ja. Ja, und dieses Problem haben ganz viele. Die rennen dann auf, wie ich, ins Fitnessstudio, machen Sport und denken, hey, wieso habe ich denn mit irgendwas hier wieder Probleme? Ich bin doch so fit, ich mache doch so viel Sport. Ja, weil es nicht gebalanced ist, weil es nicht ausgeglichen ist. Man sieht das auch ganz häufig, also es ist eigentlich so ein recht typischer Anblick im Fitnessstudio, dass da viele Typen rumlaufen, die haben so einen Oberkörper, aber so Streichholzbeinchen. Beine sind eine große Muskelgruppe und da muss man schon auch einiges investieren, um die zu trainieren. Und ja, nicht jedem liegt das auch so. Und dann konzentrieren die sich auf das, was ihnen leicht fällt. Und dann müssen diese dünnen Beinchen, die müssen dann diesen super schweren, muskulösen Oberkörper tragen. Und dann kommt plötzlich die Frage auf, ach, warum habe ich immer Rückenschmerzen? Ich gehe doch ständig pumpen. Mhm. Und trotzdem, ne, also das, und so lässt sich das Ganze erklären. Das ist dann aber auch nicht nur durch Disbalancen bei der Muskulatur, sondern auch bei der Dehnung zum Beispiel. Ja. Es kann auch ein Ungleichgewicht herrschen zwischen Krafttraining und Dehnung. Dann bist du völlig trainiert, hast überall Muskeln, aber alles ist verkürzt. Ja, überall zieht sozusagen der kurze Muskel aneinander, alles reißt und wir sind nicht geschmeidig insgesamt. Mhm. Und ja, das ist etwas, was wir euch heute mit auf den Weg geben möchten. Ganz klar darauf achten, wo liegen meine Schwächen? Das lässt sich meistens sehr einfach damit beantworten, was macht mir nicht so viel Spaß? Und ja, wenn es eben nicht so viel Spaß macht bei diesen Kräftigungsübungen, dann dort wirklich einfach mit dem Mindset rangehen, das ist jetzt umso wichtiger. Ja, den Paddler zum Beispiel, ich ziehe den dann extra durch. Deswegen konnte ich auch bei dem Workout gestern nicht sprechen dabei. Weil ich wollte unbedingt das durchziehen. Ich wollte, in meinem Kopf habe ich so gesagt, nee, ich kann den nicht gut, aber jetzt kommen die letzten 5 Sekunden da. Es fühlt sich gut an, aber ich weiß, wofür ich es tue. Ich mache es für die Balance. Ich muss das Gleichgewicht wahren. Ja, und das solltet ihr auch beherzigen. Ja, das wollten wir euch einfach mal so mit auf den Weg geben als kleinen Denkanstoß und dann freuen wir uns auf morgen und aufs nächste Workout.
Ja, deswegen legt die Sportklamotten schon mal bereit. Und dann bis dahin. Bis morgen.